Moin, moin Welt und Freunde des gepflegten Gamings, willkommen zurück zu Cosplay Tutorial Nummer 10. Heute der Drescherverbund inklusive Abfahrer, in dem Fall nur einer. Weitere Videos zum Thema werden noch kommen mit mehreren Abfahrern und so weiter. Und auch mit mehreren Erntern, also andere Ernter, Kartoffelernter etc. Das verhandle ich aber in speziellen Videos, die noch erscheinen werden. So, wir fangen mal an. Nicht gleich wundern, ich habe die neue Cosplay-Version drauf und es hat sich so einiges geändert. Die Funktionalitäten sind eigentlich die gleichen, aber die Menüführung ist eine andere. Wie wir sehen, haben wir hier jetzt die Möglichkeit, die Kursgenerierung anzustoßen und wir haben hier oben keine Möglichkeit mehr, irgendwas anzuklicken. Also eine Schnellkursgenerierung funktioniert nicht mehr. Sondern nur noch über den entsprechenden Kursgenerierungs-Button und über auch das Menü. Das gucken wir uns aber gleich mal an. Ich habe mir gedacht, ich nehme das zum Anlass, das hier auch noch mal kurz anzusprechen. Ansonsten, wie gesagt, die Funktionen sind die gleichen. Teilweise findet ihr die Sachen jetzt mittlerweile auf einem anderen Reiter hier. Aber sie sind alle wieder zu finden. Im Fahrzeugverband ist in dem Fall der Drescherverbund. Der vorherige. Man kann jetzt hier auch den Abstand einstellen. Das gucken wir uns gleich im Einzelnen noch an. Wendekreis kann man hier jetzt einstellen direkt, Arbeitsbreite auch. Und ja, auffüllen in dem Fall. Das ist ja für uns irrelevant. Fürs Dreschen jetzt. Wir sehen hier, wir haben hier jetzt deutlich mehr Optionen. Also wir können weiterhin Kurs aufzeichnen. Wir können sofort abfahren natürlich. Wir können hier direkt jetzt den Kurs kopieren und nicht mehr hier hinten. Wir können hier die Kursgenerierung anstoßen oder den Feldrangkurs neu berechnen. Und wir haben jetzt schon hier die Möglichkeit, auch entsprechende Abfahrereinstellungen zu machen. Also Prioritäten setzen oder während des Abladens anhalten etc. Das ging ja vorher so nicht, sondern erst wenn da quasi der Drescher losgefahren ist. Also, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Wir werden mal einen Kurs generieren. Ich werde im Einzelnen nochmal darauf eingehen. Wieso man den Drescherverbund aktivieren sollte. Das gucken wir uns aber gleich mal an. Wir werden jetzt im ersten Schritt mal einen Kurs generieren für die Drescher. Das geht jetzt hier nur noch über dieses Menü und nicht mehr über, wie gesagt, diesen Shortcut, der da vorher war. Zoomen mal einfach ein bisschen rein. So, also das heißt, wir sagen ihm jetzt, Feld 1 ist ja unser neu generiertes Feld. Wir sagen ihm, Vorgewende hätten wir gerne, rundherum natürlich. Wir hätten gern ein Vorgewende, das ist im Prinzip wie vorher. Im Uhrzeigersinn wollen wir fahren. Vorgewende, Bahn, ja, Arbeit beginnen. Das ist im Prinzip das, was vorher dieses Hin- und Hergeklicke war, wo man quasi, also Vorgewende danach und Vorgewende quasi umschalten kann. Dann Vorgewende, Ecken, das ist auch wie vorher, scharf, weich, rund. Nehmen wir weich in dem Fall. Was das bringt, werde ich mir mal im Einzelnen mal angucken bei Gelegenheit. Feldinseln wollen wir umfahren, einfach, weil wir haben ja hier eine Feldinsel. Eigentlich können wir die auch, glaube ich, ganzer Kreis. Wo ist da der Unterschied? Gucken wir uns einfach mal an in der Berechnung gleich. Überspringereien wollen wir nicht. Am Startpunkt enden können wir eigentlich aktivieren oder na, lassen wir mal. Wobei, nee, es müsste eigentlich gehen, weil da ist ja nachher abgemäht. Fahrzeuge auf demselben Kurs, ja, in dem Fall 1 natürlich, beziehungsweise 2, 3 wollen wir ja. Arbeitsbreite 12 Meter. Dann generieren wir mal den Feldkurs und gucken uns das mal an. Das dauert jetzt hier, ja, jetzt ein bisschen besser. Okay, was macht er da für ein. Das sieht da lustig aus. Da fährt er einmal komplett. Aber ich glaube, das ist sogar. Na, ich weiß nicht, ob das der sinnvollere Weg ist. Weil er weiß ja nicht so richtig, wo die Feldinsel genau ist. Und er muss da mit drei Dreschern langfahren. Von daher ist, glaube ich, ein großes Umfahren sicherlich sinnvoller. Aber ob das hier reicht zu dem Abstand zu dem Pfeiler, werden wir uns mal angucken. Wir lassen das einfach mal so. Lassen uns mal überraschen, was das so bringt. Ich bin mal gespannt. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier erstmal wieder raus, haben unseren Kurs. Und jetzt gucken wir uns mal an. Ja,
Vorgewende, das sieht gut aus. Wie sich das verhält, wenn wir den Drescherverbund nicht aktivieren? Wir haben ja jetzt im Prinzip ihm gesagt, das sind drei Ernter. Ja, die bewegen sich auf dem gleichen Kurs. Wir gehen jetzt hier auf Feldarbeit und sagen ihm hier Bahnversatz. Er ist links. In dem Fall, wir laden hier auch schon mal den Kurs. Das können wir jetzt einfach kopieren. Warum geht dann jetzt hier nicht mehr mit dem Kopieren? Ach, das hat er automatisch gemacht. Ach nee, das ist der alte Kurs, den ich schon mal drin hatte. Jetzt können wir ihn kopieren. Temporärer Kurs, genau, den hätten wir gerne. Und den dritten, auch im Bunde, schon mal fertig machen. Auch weg. Auch temporärer Kurs, kopieren. So, und dann sagen wir ihnen, er ist rechts. Symmetrischer Bahnversatz muss natürlich aktiviert sein in dem Fall. Sonst knallt das. Auf dem zweiten gucken wir auch nochmal eben. Der steht auf hinten. Das ist gut. Und der steht auf links. Das ist auch richtig. Ja, und dann legen wir einfach mal los. Wie gesagt, ich habe jetzt mal den Drescherverbund bzw. den Fahrzeugverband deaktiviert. Und wir gucken jetzt uns einfach mal an, was passiert, wenn wir das so machen. Wir lassen die kurz nacheinander losfahren und ja, dann schauen wir einfach mal. Na komm, war das nicht geplant gleich hier? Ersten Wegpunkt gleich ausstarten. Wir lassen ihn jetzt mal erstmal losfahren. Und dann lassen wir ihn gleich losfahren. Und jetzt der dritte hinterher. Und dann gucken wir uns einfach mal an, was da jetzt los ist auf dem Feld. Das sieht ja erstmal soweit gut aus. Der dritte geht auch in seine Bahn. So, jetzt würde man ja sagen, alles bello, lassen wir so, passt. Ja, im Normalfall würde ich auch sagen, passt, aber man muss ein bisschen bedenken, dass die Drescher ja unterschiedliche Wegstrecken zurücklegen müssen. Und ja, ich glaube, das wird relativ deutlich gleich, wenn wir uns jetzt gleich mal, ich sag mal, die ersten Kurvenkombinationen angucken. Warum man denn ja doch den Drescherverbund aktivieren sollte in dem Fall und das damit ja, ich sag mal, deutlich sicherer funktioniert, als wenn man das so macht. Wenn man die Abstände hier natürlich groß genug lässt, ist das auch kein Problem. Aber ja, ich würde es nicht machen, weil es ist eigentlich schon vorprogrammiert, dass es irgendwann knallt an der Stelle. Man sieht das hier schon. Jetzt, der zweite Drescher holt ganz klar auf gegenüber dem ersten. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er den kürzeren Weg hat. Das wird sich jetzt gleich wieder ein bisschen ausgleichen, weil, glaube ich, gleich eine Linkskurve wieder kommt. Aber spätestens in der nächsten Rechtskurve wird es dann relativ deutlich. Und ja, dann ist es halt nicht ja, so optimal, beziehungsweise das knallt halt früher oder später. Also das kann man so nicht machen, sondern man muss wirklich die Option Drescherverbund verwenden. Und ja, von daher macht das bitte, dann funktioniert das deutlich besser. Wir gucken uns jetzt hier nochmal eben die Kurve an und ich würde sagen, dann mache ich einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder nochmal mit im Prinzip dem gleichen, aber halt mit aktiviertem Drescherverbund. Und dann wird der Unterschied, glaube ich, auch schon relativ deutlich. Aber hier jetzt in der Kurve sieht man schon relativ gut. Also der zweite Drescher ist fast dran.
Und je weiter das Ganze geht und je mehr Rechtskurven jetzt gefahren werden, spätestens in der nächsten Kurve würde der zweite Drescher jetzt quasi ja, dem anderen in die Karre fahren und dann war's das. So, ich mach mal den Cut und wir sehen uns gleich wieder und ja, bis gleich. So, schwupps, liebe Leute, sind wir wieder da. Ja, wir machen weiter mit dem Drescherverband in dem Fall jetzt oder dem Fahrzeugverbund, wie es ja jetzt neu heißt. Was gibt es noch zu beachten? Kurz erklärt, den Abfahrerpriorität sollte auf Füllstand stehen und nicht auf Entfernung, bedingt dadurch, wir wollen ja immer den abtanken, der quasi am vollsten ist und nicht den, der, ich sag mal, am nächsten dran ist, was dazu führen würde, dass er einfach sinnlos zwischen den Dreschern hin und her pendeln würde. Gegebenenfalls aber einer, gerade der am weitesten weg ist, quasi schon komplett voll ist und einfach nicht abgetankt werden würde. Also das ist wichtig. Dann Bahnversatz natürlich links, hinten, rechts hier entsprechend eingestellt für die Drescher. Und hier den Fahrzeugverband natürlich jetzt aktivieren. Früher hieß es ja Drescherverbund, also in der älteren Version. Ich habe übrigens mal geguckt, bis zur 1,67 DEF ist das alte HUD, ab 1,67 DEF ist das neue HUD. Ja, nur so viel für euch zur Info. Also wenn ihr lieber das alte wollt, nehmt die 1,67 DEF als letzte Version. Das muss jeder für sich selber wissen. Da gehe ich gleich aber nochmal im Einzelnen kurz drauf ein, auf dieses Thema. So, ich würde sagen, wir lassen ihn einfach mal losfahren jetzt. Und gucken uns das mal an. Ich werde auch gleich noch einen Timelapse machen und wir werden uns wirklich mal angucken, wie das ganze Feld abgeerntet wird. Und schauen einfach mal, wie das Ganze so aussieht. Gut, soweit. Erster fährt, dann der zweite. Ja, übrigens, der erste Drescher wird wahrscheinlich nach der ersten Runde geradeaus weiterfahren wollen. Den werde ich wahrscheinlich einmal wieder in die Bahn reinsetzen. Nach gefühlten 180.000 Versuchen, er fährt einfach immer geradeaus. Ich weiß nicht, ob es am Feld liegt oder einfach am Courseplay selber. Gerne mal was in die Kommentare schreiben, ob ihr das gleiche Problem habt. Mir ist es ein bisschen rätselhaft an der Stelle. Also, ich verstehe es nicht so ganz, warum er das macht. Weil Drescher 2 und 3 biegen wunderbar ab, nur, ja, halt der erste Drescher nicht. Der möchte unbedingt geradeaus fahren. Das ist komisch. So, zweiter Drescher. Lassen wir auch mal losfahren. Der steht auf rechts. Das ist richtig. Der steht auf Füllstand, das ist auch richtig. Kontrolliert das lieber zweimal. Ihr müsst wirklich auch bei allen drei Dreschern auf Füllstand stellen für den Abfahrer. Sonst macht der eine das so und der andere so. Das ist ein bisschen unpraktisch. Das sieht erstmal so gut aus. Der müsste jetzt gleich erstmal warten, weil er den Abstand noch nicht hat. Wir haben ja maximale Entfernung 100 Meter eingestellt. Das heißt, er wird jetzt warten, bis er 100 Meter hat. Und dann losfahren. Eigentlich müsste es in meinen Augen auch minimale Entfernung heißen und nicht maximale Entfernung. Aber gut, weil die Entfernung soll ja immer größer sein als 100 und nicht kleiner als 100. Also. Aber das können die Courseplay-Jungs ja vielleicht mal irgendwann nochmal ändern. Das ist ja nicht das Problem. So, die drei Drescher fahren. Ja, ansonsten zur neuen Cosplay-Version. Ich habe ehrlich gesagt überlegt gehabt, ob ich das mit der alten Cosplay-Version mache, weil die anderen Videos, die ich gemacht habe, ja auch mit der alten noch sind. Ich werde jetzt aber ein kleines Update-Video machen. Das kommt in den nächsten Tagen zum Thema, ja, ich sag mal, neues HUD Cosplay, Änderungen, und werde da nochmal auf die Punkte eingehen, damit halt auch die alten Videos für euch weiter nutzbar sind. Und werde kurz ja, anreißen, wo die gleichen Sachen, die jetzt in den alten Videos drin sind, im neuen HUD entsprechend zu finden sind. Und ich denke, das ist eine gute Lösung, weil ich muss sagen, ich finde das Feature, nämlich hier den Abstand einzustellen zwischen den Dreschern oder Fahrzeugen, schon ein sehr, 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 sehr sinnvolles Feature. Und das gab es halt vorher in der alten Version nicht. Von daher, ja, werden wir das auf jeden Fall mit dieser Version zu Ende führen, weil ich denke, das macht Sinn. Wir alle werden uns umstellen müssen, wenn die Cosplay-Jungs das nicht zurückbringen, das alte Menü.
Von daher gewöhnen wir uns lieber jetzt schon mal dran, auch wenn es uns nicht schmeckt. Weil ich sag mal, bis zum Ende jetzt mit der 167 Def zu spielen, mit den Bugs, die da noch drin sind und so weiter, macht glaube ich keinen Sinn, wenn irgendwann das Final Release kommt und das halt die alte Oberfläche nicht wieder mitbringt. Dann werden wir uns sowieso umstellen müssen. Also gewöhnen wir uns lieber jetzt dran und einige Sachen finde ich auch besser, einige Sachen finde ich ein bisschen unpraktisch, wie die Kursgenerierung finde ich ein bisschen unschön, muss ich sagen. Ich hätte gerne noch den alten Button zurück gehabt. Aber gut, das ist jetzt nun mal so, gewöhnen wir uns dran und freuen uns, dass die Jungs überhaupt an Cosplay weiterarbeiten. Und dafür auch mal vielen, vielen Dank an die Jungs und ich finde es eine super Sache und ich denke, den meisten geht es so, dass es wirklich sehr, sehr hilfreich ist einfach nur. Und weil ich sag mal, nur mit den Giants-Helfern arbeiten, weiß jeder, wenn man nicht gerade auf der nordfriesischen Marsch spielt, und selbst da ist es schon grenzwertig. Also, Gut, wir lassen die hier mal ihre Runden drehen. Wir gehen mal zum Abfahrer. Der soll ja auch gleich mal losfahren und hier abfahren. Hier habe ich den Xerion jetzt vorgehängt. Der 850er Axion war ein bisschen schwach auf der Brust. Das habe ich nochmal geändert gehabt. Und ja, ansonsten, ich habe hier den seitlichen Abstand zum Rohr entsprechend eingestellt, soweit es irgendwie geht. Damit der Abstand zum Drescher gerade in den Kurven möglichst groß ist. Dann habe ich eingestellt den vertikalen Abstand. Aufgrund der Tatsache, dass ich gerne möchte, dass das Rohr hier vorne auslädt und nicht hier hinten irgendwo. Auch Thematik Kurven, also hier der Drehpunkt des Abfahrers ist halt hier irgendwo hier vorne, beziehungsweise die Deichsel ja auch. Von daher macht das Sinn, dass das Entladerohr auch hier auch irgendwo hier vorne ist und nicht irgendwo hier hinten, weil das knallt dann in den Kurven halt auch entsprechend. Ansonsten, die Fruchtumfahrung habe ich deaktiviert. Warum? Wenn ich sie aktiviere, es geht, es funktioniert. Problem ist nur, er versucht dann immer nur quasi auf dem Vorgewende erstmal zu fahren oder auf Flächen natürlich, die schon abgeerntet sind. Was dazu führt, dass er sich jetzt gerade bei drei Dreschern erstmal von hinten durch alle drei Drescher durchkämpfen muss. Das dazu führt, dass er permanent Kreise auf dem Feld dreht, wieder den Kurs neu berechnet, wieder Kreise dreht, Kurs neu berechnet und so weiter. Dauert sehr, sehr lange und funktioniert nur bedingt gut und führt meistens dazu, dass irgendwann ein Drescher voll ist, leer, ja, voll läuft, die anhalten und das Ganze ja irgendwann ins Stocken kommt. So, ansonsten habe ich hier eigentlich nichts. Dann ansonsten Dreschersuche automatisch finden auf Feld 1, unserem neu generierten Feld. Das ist ja dieses hier. Und ja, dann würde ich sagen, stellen wir auch mal den Abfahrer ein. Der wird wahrscheinlich jetzt direkt sich in Bewegung setzen. Weil schon irgendeiner auf jeden Fall mehr als 30% hat. Jo, da hinten fährt er auch schon los. Dann gucken wir uns das einfach mal an. Ich werde auch gleich einen schönen Timelapse reinhauen und dann werden wir mal sehen, ob das Ganze so vernünftig funktioniert hier jetzt. Wie gesagt, nach der ersten Runde gehe ich davon aus, dass auf jeden Fall es ein Problem geben wird mit dem ersten Drescher. Den setzen wir dann einmal wieder neu in die Bahn und dann geht das aber eigentlich auch. Und ja, dann schauen wir einfach mal. Wir schauen uns das jetzt einfach mal kurz an hier. Wie der erste abgetankt wird und danach würde ich sagen, machen wir dann gleich den Timelapse rein und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen dann. Wir hören uns danach nochmal wieder kurz und ja, in diesem Sinne würde ich sagen.
Ja, liebe Leute, da sind wir wieder. Wie wir gesehen haben, das hat echt gut geklappt. Jetzt, ja gut, jetzt am Ende ist der Abfahrer ihm einmal reingefahren. Das ist aber nicht so wild. Aber wir haben gesehen, das ganze Feld wurde ohne Probleme abgefahren und abgeerntet. Das ist natürlich schon ganz cool. Also ich bin echt begeistert. Ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr, sehr gerne ein Däumchen da. Gerne auch ein Abo. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Tutorial und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal hoffe ich. Bis denne und Horido!